Einen wunderschönen guten Abend. Ich komme jetzt wieder mit meinem Standardleitsatz. Es ist Sonntag, es ist 19:30. Wir spielen diesmal wieder H1Z1. Letzte Woche war es noch Red Death Redemption 2 online. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe seit dem Zeitpunkt es nicht weiter online gespielt. Es gab aber ein Update. Das werde ich mir demnächst auf jeden Fall nochmal reinziehen. Mit mir am Start, Mr. Andreasen. Grüß dir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Der gute Dan kann heute leider nicht dabei sein. Der ist privat verhindert. Ja, dann ist das heute einfach mal so. Ja. Haben wir bessere Chancen. So. Boah, nee. Ja gut, das gut, der Vorteil ist jetzt natürlich, dass man ein Zweier-Match machen kann. Ne? So machen wir dann immer mit drei Leuten genau, ein Fünfer-Match. Das ist dann immer so, der, gut, da hast du halt eben deine leichte Nachteile. Ich gebe zu, ich bin noch nicht so ganz fresh. Letzte Nacht war der Glühwein sehr lecker. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich hoffe. Ich hoffe, es ist nicht so dramatisch gleich im Spiel. Ja, dann starte ich, oder? Ja, einfach mal drauf los. Es gab ja ein neues Update jetzt. Mal gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Vielleicht kann man ja endlich mal wieder Leute überfahren. Das wäre mal ein tolles Update. Das hoffst du bei jedem Update auf neue. Ja. Ne? Man darf ja die Hoffnung, ne, stirbt zuletzt. Das stimmt, das stimmt. Jetzt, man müsste jetzt eigentlich auch PUBG draußen sein, ne? Also der. Stimmt, jetzt irgendwie Battle, so in den Battle, Zeitpunkt sollte das eigentlich. Ja, ne, der andere Battle Royale Modus. Ich wollte es auch schon eigentlich lieben gern die ganze Zeit. Also ich hab das Spiel auf der Xbox. Das Blöde ist aber, du musst so umständlich das alles einstellen, finde ich persönlich, damit du das streamen kannst. Das ist nervig. Ja, das ist doch kacke. Ja, ich kann zum Beispiel mein Mikrofon nicht direkt an der Xbox ankoppeln, so wie es bei der PlayStation zum Beispiel funktioniert. Ja. Ja, das ist doch schon wieder Mist. Ja, du brauchst entweder eine Schnittstelle oder du machst das über Leppi. Und dafür ist mein Laptop nicht ausgelegt. Nee, überhaupt nicht, nee. So. Oh, das geht ja schon los. Ja, mit dem letzten war das auch mal recht zackig, ne? So, PUBG. Ja, also im PS Store wird noch nichts angezeigt. Ja, wann war denn der Release? Oder kommt der noch? Da bin ich ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen überfragt. Ach, okay. Jetzt wollte ich gerade bei der bekannten Suchmaschine gucken. Du bist übrigens gelb. Ja. Fliegst direkt in die verkehrte Richtung. Ja? Ja, mir werden da zwei Stück angezeigt. Das wird mir zum Beispiel gar nicht angezeigt. Obwohl ich in erster Linie jetzt auch nur ollen Trecker sehe. Ich glaube, der bringt mich nicht wirklich weit. Nee, vor allen Dingen nicht schnell weit, ne? Aber ich hätte dann wenigstens immer was zu essen, wenn ich hier den Saatgut denn gut verstreue. Ist schon irgendjemand mit dem Fahrrad unterwegs? Ich hoffe, bei mir ist jetzt nur keiner. Oh, jetzt haben wir das Thema. Rucksack wäre toll. Geht mir gerade genauso. Oh, ich höre schon Schüsse. Scheiße. Dann. Gucken, ob ich hier schnell noch was reißen kann. Die Geschüsse gefallen im Hintergrund gefallen mir kein Stück. Ich will zumindest einen Sack. Ich muss irgendwo. Ja, endlich! Oh, eine Kiste. Wie schön ist das denn? Ah, oh, sehr schön. Jetzt sollte ich gucken, dass ich mal Richtung Auto komme.
Hast du ein Fahrzeug? Jep. Vorausgesetzt, das ist jetzt gleich nicht weg. Oh, natürlich, Knall gegen Stein. Bist du noch außerhalb des Gebietes? Ja, ich fahre jetzt rein. Oh, muss Ach, ich da auch, bist du. meine Herren. Ja, Die Zeit deswegen ist frage ich gerade, schon. ja. Was hast du für ein Fahrzeug? Ich habe einen Jeep. Ja, ich latsch wahrscheinlich gerade auf den Quad zu. Jo. Wir können unten noch ein paar Häuser leer räumen. Da sind noch. Hast du einen Rucksack? Jep. Ich habe Sehr schön, mein. soweit, also klingt vielleicht merkwürdig, aber ich bin soweit gut bestückt. Das klingt in der Tat merkwürdig, ja. Oh, hier sind nämlich noch ein paar gute Verbandpäckchen und so was. Hier waren zumindest eben noch welche. Schuhe. Danke, habe ich Noch auch. nicht. Oh, hier ist die Tür schon offen. Ja, ich war hier eben schon in den Häusern drin. Oh! Hab das Wichtigste erstmal rausgenommen. Ich glaube, ich habe noch nie diese Dusche oder beziehungsweise diese Badewanne gesehen und sie ist mega sauber. Ich glaube, die haben Abdeck gemacht auf Sauberkeit. Meinst du? Ja, komm noch mal Meinst du, her. die So steht so sauber. Ich meine, auf jedem Standard? das Waschbecken hunzt und dreckig aus. Aber hier die Wanne, Wahnsinn! Guck mal hier, so sauber hat das Ding noch nie gesehen. Das ist schon fast Designerwanne hier, du. Guck dir das an mit den Ja, das stimmt. Fliesen. Tatsächlich. Aber das Bild hängt hier immer noch mitten im Flur. Etwas, was sie noch nicht gefixt haben. Aber ehrlich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass die Wanne mal so sauber war. Nee, das stimmt. Hier Ja. auch saubere Wanne. Wahnsinn. Sie sind einmal hier mit Meister. Das war das Meister Proper Update. Meinst du? Ja. Oh, jetzt habe ich. Jetzt, wo habe ich mein Auto hingestellt? Ja, das wäre gut zu wissen. Siehst du, es kommt, wenn man im echten Leben auch kein Autofahrer ist, du achtest nicht darauf, wo du was dann abstellst. Ey, fuck, wo ist mein Auto? Oh, wo ist der Jeep? Ich komme zu dir. Dann müsst ihr. Ja, sehr Also. schön. Juhu. So, jetzt müssen wir Gas geben. Ach, toll. Mir wird schlecht. Ah. So, wir sind sicher. Ja, jetzt sollte es passen. Jo. Da steht ein Auto. Ja, achso, das dicke markiere ich mal eben. Und hier müsste jetzt noch irgendwo eins sein. Ein Irgendwo ist Quad. hier noch eins. Ach, es ist ein Quad. Natürlich ist es ein Quad.
Sondern wir sollten gleich auch schon wieder weiterfahren. Hier, also hier war auch, glaube ich, schon mal jemand. So viel gibt es hier nicht mehr zu holen. Warte, ich komme zu dir. Bin da. So. Wollen wir mal ein Stückchen reinfahren, oder? Ja, sollten wir auch. Oh, wir sind auch ganz schön weit von der Zone auch entfernt, sehe ich gerade. Also ganz ehrlich, dieses Auto ist für mich nicht vertrauenswürdig. Das quietscht an allen Ecken und Kanten. Ich weiß, hier ist eine Kiste, aber da haben wir keine Zeit. Doch, da unten wäre auch eine Kiste gewesen. Gott verdammt. Hm. Ich bleib erstmal noch hier drin. Du drehst mich sicherlich um. Ja. Notgedrungen. Ja. Und ein Quad. Ich demarkiere das mal eben. Oh, erstmal hier, das nehme ich mit. Flup. Okay. Hart an der Grenze. Boah, da kommt mir, da hatte ich aber auch gerade ein bisschen Muffelsaus, was da auf einmal der olle Nebel mir entgegenkommt. Ja, der war. Gut, da gibt's mit Sicherheit wieder was Brauchbares. Eine Kiste. Nee, doch nicht. Hier ist ein Schlafsack. Ich höre Schüsse. Du hörst Schüsse? Ich habe Schüsse gehört, jawohl. Danke, du Spacken, dir auch noch heute viel Spaß. Galt nicht dir, es galt dem Chat. Wo guckst du eigentlich rum? Ich bin direkt bei dir. Wir brauchen, glaube ich, auch bald mal wieder einen neuen Untersatz, oder? Ja. Ich fahr da mal rüber, da wird ein Fahrzeug auf der Karte angezeigt. Ich will ein schönes Fahrzeug. Ich möchte ja, gerne so ein Van haben, wie damals hier in der Serie das A-Team. Ja, das wäre geil, ne? Ja. Ich befürchte. Ja, war klar. Ja, auch beim Schlafen hat man Spaß. Herr Dan. Oh, ich sollte richtig fahren. Ja, wäre sinnvoll, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, von da bin ich irgendwie wohin teilweise gekommen. Oh. Ich drehe mal um. Wieso? Weil da was Gelbes zu sehen ist. Ist schon weg, ist schon wieder weg. Ist schon wieder weg. Okay, aber dann wissen wir jetzt ja, wo auf jeden Fall wer rumturnt. Bleib doch hier. Oh oh, ich hab Peng Peng, Schuss Schuss und so. Jo, ich jetzt auch. Wir brauchen immer noch was Fahrbares, was Brauchbares, Fahrbares. Ja du, wir sind gleich sowieso in der Mitte des Kreises. Und, das beruhigt mich jetzt auch nicht. Ich
für einen Quad. So, ich würde sagen, da unten fährt einer. Hier irgendwo verschanzen in dem zweistöckigen oder? Ja, zweistöckigen ist immer gut. Natürlich nicht, ich hoffe, hier hat sich nicht schon einer verschanzt. Oh, Mini. Oh. Hier, guck mal, die Wanne ist auch sauber, aber die Fliesen sind ein bisschen dreckig, aber die Wanne ist sauber. Okay, ja, die Fliesen sind abgeranzt, voll die Kalkflecken dran, ja. Oh, oh, es wird schon geschossen. Da ist jemand in unser Auto eingestiegen. Hm. Nee, bringt doch, ihm jetzt auch nicht mehr viel. Nee, der steht auch noch. Die schießen doch jetzt nicht in dem Haus, wo wir gerade drin sind, oder? Ich hoffe nicht. Holy shit! Was geht denn da ab? Aber wir sind im falschen Haus drin. Ja, ich würde jetzt erstmal noch so lange bleiben, bis die Zeit down ist. Und es hat Boom gemacht. Hast du gerade irgendwie eine Waffe aufgenommen oder so? Nein. Hast du es auch gehört, dieses Flug? Ja. Hm, da hat, glaube ich, jemand einen Pfeil auf uns geschossen. Aber wenn wir uns hier hinstellen, dann bin ich dann noch im Kreis. Moment, jetzt muss ich selber ranzoomen. Boah, nee, Alter, es reicht kein Stück. Es reicht kein Stück. Ja, da müssen wir jetzt wohl. Ich will nicht. Ich würd noch einen Moment warten, weil wir sind. Ja, stimmt. Wir haben jetzt ziemlich viel Spielraum. Also eins meiner Ziele ist es, im Duo zum Beispiel unter den Top 10 zu kommen. Die Chancen sind gerade da. Es sind noch... Oh. Ja, wenn jetzt noch ein Team gleich drauf geht, haben wir Möglichkeiten. Oder habe ich zumindest die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Ja, das sollten wir doch eigentlich hinkriegen, oder? Jawohl. Jetzt ist es geschafft. So, jetzt sollten wir aber. Da kommt einer. Achtung. Ah, verdammt. Sie haben mich erwischt. Ich krabbel hier entlang. Der hat einen Melonenhelm auch noch. Der spasst. Du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Das ist auch eine Möglichkeit. Du leg dich ins Kinderbett und tu so, als bist du ein schreiendes Baby. Dann tun sie dir nichts. Meinst du, das bringt was? Ja, Achtung, da kommt einer. Toll, ich sehe nix. Ich sehe jetzt gerade die Haut. Die Mauer da. Oh. Achtung, rechts.
Ich habe das Gefühl, ja. Verdammt. Hey, Kopenhagen 5. Sehr schön. Immerhin. Oh. Ich höre nur Ping, Pang, Pung, du. Und da ist er wieder. Der kleine rote Mann. Oh, ich habe irgendwas Neues bekommen. Ich darf was anpassen. Was habe ich denn Schönes bekommen? Was habe ich denn bekommen? Achso, bei den Stiefeln muss ich gucken. Ich habe gelbe Schuhe bekommen. Ist sehr schön. Nee. Oh, nee. Wir müssten gleich irgendwie nochmal eben ein Fünfer-Match abschließen. Ich weiß, wir sind nur zu zweit. Lass mich raten. Aber du musst jetzt nirgendwo irgendwie teamrangtechnisch irgendwo hin, oder? Nein, es steht nur, schließe ein Fünfer-Match ab. Ach so. Und da steht ja nicht, ob tot oder lebendig. Also, ich habe eine neue Farbe für die Pumpgun bekommen. Ist okay. Okay. Es ist okay. Es ist nichts Spektakuläres, aber es ist okay. So, was sagt mein Battle Pass? Hey, Moment mal. Expertenduos, was überlebe, bis dein Team in den Duos unter den Top 10 platziert? Überlebe, bis dein Team in den Duos und den Top 10 platziert. Das habe ich doch geschafft. Warum habe ich das nicht bekommen? Ja, das frage ich mich auch andauernd. Ich kriege die Erfolge komischerweise auch nie. Also ich lese nochmal vor. Überlebe, bis dein Team in den Duos unter den Top 10 platziert. Wir waren doch jetzt nach Gruppenrang 5, oder? Ja. Verstehe ich jetzt gerade was falsch? So, du wolltest einen Fünfer. Ja, können wir ja mal. Ich meine, wir haben zwar nicht viele Chancen, aber der Erfolg wäre da. Zumindest okay. Was die tägliche Mission angeht. Dann, ja, wenn er denn das Ganze auch zählt, ne? Ja, das stimmt. Lassen wir uns gleich einfach mal überraschen. Sag mal, wie war das eigentlich letzten Sonntag mit Red Dead Redemption? Hat der Online-Modus da wieder so rumgespackt? Oder? Nee, kein Stück. Also der lief deutlich geschmeidiger. Also nicht so wie unser Testspiel, wo das ja nur... Nee, also wir hatten ja an dem Freitag ja probiert, was sich ja 10.000 Mal aufgehangen hat. Mit Bluescreen und all so ein Gedöns. Nee, das hatten wir da jetzt am Sonntag nicht gehabt. Ganz im Gegenteil. Okay. Also es hatte also hin und wieder mal so... Ja, es hatte mal hin und wieder so einen kleinen Spackenaussetzer, irgendwie, dass er zum Beispiel länger gelädt hat oder so, aber nicht, dass er abgeschmiert ist. Länger laden, gut, da kann man drüber wegsehen. Ja, mich hat der Online-Modus irgendwie noch nicht so wirklich überzeugt, muss ich ja zugeben. Es ist irgendwie noch nicht, man muss es halt eben betonen, es ist der Wilde Westen, hast nicht so viel Action wie jetzt zum Beispiel in GTA. Das ist ganz klar. Aber ich habe sowieso, das hatte ich auch das letzte Mal schon gesagt, ich habe echt Schwierigkeiten, dieses Spiel irgendwie wirklich, dass es mir richtig gut gefällt, weil es komplett so steuerungstechnisch komplett GTA für mich ist. Also ich habe das Gefühl, ich spiele GTA. Ja, die Steuerung ist 1:1, also. Ja. Leider auch mit den Fehlern. Ja. Ich bin. Ja, es könnte sein, dass ich jetzt gleich sterbe. Ich sehe die Karte nur von unten und. Och nein. Doch, ich bin tot. Getötet durch. Ach, das ist es! Getötet durch Umgebung, weil du durchfliegst! Das ist getötet durch Umgebung! Ja, das war ein schönes Spiel. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, da kann ich du. Wenn du dir nachher den Stream anschaust, ich bin einfach nur in die Basic reingeflogen und dann flog er weiter und weiter und weiter und weiter. Ich konnte nichts machen.
Und irgendwann war's die. Ja, und dann hat er gesagt, getötet durch Umgebung. Jetzt weiß ich zumindest, wie es geht. Das ist aber auch ein Muss man mal Scheißbug. getestet haben. Ja, aber das ist ja ein Kackbug. Also den habe ich ja noch nie gehabt. Ja, Ja, das ich ist habe den schon mal kein. gehabt irgendwie. Wie war das nochmal? Ist kein Fehler. It's not a bug, it's a feature. Ja, so könnte man es sehen. Toll, dann muss ich mich hier alleine durchschlagen. Ja, nein, Fünfer. Viel Spaß. Ich gucke dir jetzt gerne dabei zu. Und dann Du gewinne ich machst das das schon. Ding. Also wenn du das hinkriegen solltest, ne, dann wirklich größten Respekt. Ich höre eine Kiste Ja, übrigens. ich. Ich höre aber. Ah, ne, Flugzeug höre ich noch. Ich habe erst gedacht, das wäre gerade ein Fahrzeug. Die Kiste müsste oben sein, oder? Ja, hier ist kein, hier gibt es keinen oben. Ach, die steht da mitten auf Oh dem Mann, du, Platz. ey, mitten auf dem Helifeld, du. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mal Richtung Auto gehen. Ja, ich kann leider die Zeit nicht sehen. Ja, das Gas breitet sich schon aus. Aber bevor sich das Auto jetzt gleich irgendwie jemand anders unter den Nagel reißt. Einer von den fünf dann. Genau. Oh, der dicke Militärwagen. Da stehen zwei Fahrzeuge. Jetzt ist die Frage, nehme ich das schnellere oder das langsamere Fahrzeug? Ich nehme das schnellere. Schnellere und wendigere und verbraucht nicht so viel Sprit. Achso. Sehr unauffällig, diese Hupe, sehr Ist unauffällig. geil, oder? Bin ja echt mal gespannt, wie weit ich komme. Also es sind nur noch 17 Teams. Ja, 61 Spieler. Jetzt nur noch 60. Ich mache für dich den Timer hier so ein bisschen, mir ist sonst langweilig, das ist ja, geht ja gar nicht. Ich sollte schon wieder. 56, 15 Teams. Ich höre aber auch null Schüsse, gar nichts. Ich Ja, sehe ich kriege noch nichts. nichts. So 54 Leute, 14 Teams. Ich habe aber so ein Gefühl, von den Kisten sollte ich mich fernhalten. Also würde ich definitiv machen.
Da siehst du, ich brauche ja nur ein Team hinfahren, hast schon verloren. Ja. Oh, da kommen wir hier. Aber der schien alleine gewesen zu sein, weil. Was, naja, da sind mehrere drin, die verfolgen nicht so wohl, so wie sich anhört. Ja. Yep. Oh, dann lotsen wir die doch mal zu den Kisten. Mache ich auch immer sehr gerne, weil dann bleiben die meistens dann doch lieber bei den Kisten oder aber sind andere Teams und beschäftigen sich dann mit den Leuten. Ja, oder das. Ich würde es nicht nehmen, die anderen sind genau gegenüber und können nicht sehen. Sie steigen ein. Sie fahren jetzt zu dir los. Mach die Biege. Sie sind da gleich. Also los, 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 ab aufs Quad. Und sie verfolgen mich wieder. Diese Genau. Drecksäcke. Oh, wie schön ist das denn? Die verfolgen mich nicht mehr. Ich höre irgendwie eine Kiste. Ich höre Nur Schrott nichts. drin gewesen. Und ich höre nix. Oh, jetzt habe ich mal was gehört. Da, ich höre eine Kiste. Blöd oben. Genau, versteck dich im Kleiderschrank. Ja, so wie letztes Mal, ne? Ja. Hast du die Waffe schlafen gelegt? Ist sie im Bett gelandet? Tatsächlich. Was hast du denn da für einen Helm auf? Geil, oder? Ich würde es gerne auch mal von vorne sehen, aber das ist ja leider nicht möglich. Also irgendwie rattern da gerade die Spieleranzahl ziemlich schnell runter. Das sind hier 41, 12 Teams noch. Ich höre ein Auto. Was nun? Du warst eben kurz weg für mich. Ja. Ja. Wieso war ich weg?
Das frage ich mich auch. Also ich hatte eben gerade hier so, als ob ich den Ladebildschirm bekomme und ich habe schon gedacht, das Spiel bricht ab. Kann natürlich auch sein. Nee, mein Controller hat sich nicht abgemeldet. Nicht, dass ich hier gleich aus dem Spiel rausgekickt werde wegen Inaktivität. Ich mag da eigentlich gar nicht rausgehen. Yes, das glaube ich dir. Aber langsam solltest du wohl. Was sagt dein Timer? Ja, ich habe noch 50 Sekunden knapp. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Mal, auf was schießt denn der? Ganz ehrlich, das habe ich mich auch gerade gefragt. Weil das ist auch immer so richtig im Takt und einseitig. Kontinuierlich. Ja, genau. So auch nicht, dass er irgendwie die Richtung ändert. Ich höre hier überall nur Schüsse, ne? Jetzt geht's los. Es sind übrigens nur noch 11 Teams. By the way. Oh, da hinten stehen sie weg. Hast ihn? Ja. Sehr schön. Achtung! Mach ihn schnell platt. Da kommt der Ich nächste. muss mich Ach, bei ihm erst. Ach, verdammt. Nein, nur weil du hängen geblieben bist. Aber ey, komm, Verdammte. Rang 10 und ein Kill. Respekt, Respekt. Zwei sogar. Zwei Kills. Mir wird Obwohl noch das einer eine dürfte ein angezeigt. Helferkill gewesen sein. Oh. Aber schön, dass ich Aber wenigstens nicht Platz 100 belegt habe, sondern nur wenigstens noch 95. ja, und man muss überlegen, ich bin alleine gegen, ne? Und dafür ist 28 doch schon nicht verkehrt. Das ist ganz, ganz gut gewesen. Sehr gut. Doch, muss ich sagen. Aber mit dem Kill habe ich absolut nicht gerechnet, muss ich ja zugeben. So, hast du deinen Dingsen bekommen? Ja, den Erfolg habe ich bekommen. Aber das war es dann auch schon. Toll. Dann starte ich ihn du oder wolltest du gerade irgendwas anpassen? Nö, bei mir ist alles gut. Naja, das haben wir da so hingestellt. Oh, ich freue mich. In 7,5 Stunden klingelt der Wecker. Ja. Musst ja auch früh hoch. Ich habe eine Ja, Spätschicht manchmal ist morgen. das so, ne? Also ich, Arschkarte. so in 12 Stunden liege ich, also in 12 Stunden liege ich immer noch im Bett. Nur mal eben so zur Info. In 12 Stunden bin ich voll dabei. Ich auch, aber anders als du denkst. Ja, du bist beim Pen dabei, ja. Eine Volltrottel mich da abgedrängt. Also geht doch. Sipp, sipp. Ach, bist du auch auf der Rennstrecke unterwegs? Nee, ich lieg auf dem Helikopter. Ach, du liegst auf dem Helikopter. Ja, also oben auf den Rotorblättern. Und ich habe gerade festgestellt, man kann die Leute immer noch nicht von oben fahren.
Ätzend, oder? Warum haben die das eigentlich rausgenommen? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil es Überhand genommen hat. Ja, wie kann das denn überhand nehmen? Gerade wenn du so ein Bereich bist wie eben gerade, wo du eine Häusersiedlung bist, da kommst du mit dem Auto nun auch nicht wirklich gut weit. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde irgendwie, dass die echt mal die Karte irgendwie aktualisieren können, ne? Ja, eine neue wäre mal schön. Ja. Weil man kennt ja inzwischen echt jeden Schlupfwinkel und alles. Oh, Stadt oder Auto, Straße unten? Gute Frage, außerhalb. Jetzt bin ich gleich in der Stadt. Dann treffen wir uns gleich irgendwie in der Mitte. Wenn nicht gleich einer von uns beiden ins Gras schon beißt. So, Ich ich bin hoffe nicht. gelandet und ich darf sogar weiterspielen. Ist das schön? Nein. Doch. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich bin einfach gelandet. Das Tolle ist, weißt du, jetzt bin ich hier, wo ein Quatsch steht und allem Möglichen, aber hier ist nicht eine Waffe oder irgendetwas Brauchbares. Hier steht echt nur dieses scheiß dreckige Quatsch. Das ist doch scheiße. Dann war meine Wahl anscheinend doch besser. Ja. Toll, hier ist auch noch ein Quad. So, ich hoffe, ich finde jetzt hier aber mal was Brauchbares. Rucksack wäre schon mal toll. Ich habe hier bei mir einen. Das freut mich. Das ist jetzt mit meinem Rucksack, den ich habe, ist das der vierte Rucksack, den ich hier habe. Nur Schrott. Oh, gehen wir mit zumindest die Magnum. Also ich bin hier auf diesem komischen, ja, wie soll ich sagen, wo alles voll mit Wohnwagen oder Wohnmobile ist. Und da Ja. ist nur Scheiße. Weil hier ist nichts wirklich Brauchbares. Das ist gerade voll deprimierend. Ach, hier ist zumindest mal ein Sack. Wir haben uns doch eben so schön über restaurierte Badezimmer unterhalten, ne? Ja. Jetzt bin ich hier in einem Haus drin. Da wurde, so wie es aussieht, die Badezimmertür rausgesprengt. Die liegt hier mitten auf dem Flur, die Tür. Oh, das hatte jemand wirklich sehr eilig. Ja, auch das Schlafzimmer hier, alles völlig verwüstet. Gut, weswegen jetzt verwüstet, das wollen wir mal nicht wissen. Bisschen was Brauchbares. Ja, also hier in den Häusern ist überall noch irgendwie Helme etc. etc., ne? Ja, die habe ich jetzt auch genommen. Also Verbände zum Beispiel, die kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Sind die wieder zu schwer, ne? Ja. Yeah!
Ich hab ne Kiste gefunden. Eine Kiste? Ne Kiste. In der Kiste war aber nur Pumpgun drinne. Die Tingeltangel da, Pumpgun. Wie nennt die sich nochmal? Kampf-Pumpgun. Bist du gerade mit dem Auto unterwegs? Sehr unauffällig, das Horn. Ach, da stehst du. So, ich glaube, wir sollten auch langsam. Die Zeit tickert ab. Hauptsache, du erwischst das Blumenbeet. Ja, das ist auch eine Kunst für sich, du. Ja. Das ist wieder sehr, sehr verdächtig. Ist ätzend, ne? Ja. Oh, guck mal, rechts eine Kirche, da ist meistens eine Kiste drin. War schon jemand. Ich sehe auch. Jo, hier war schon jemand. Schnell weg. Wo bist? Wo bist du denn? Ich komm zu dir. Komm. Und weg hier. Auf der anderen Seite vom Haus zwei Leute. Oh oh. Holla die Waldfee. Was war das? Das war mein Molotow-Cocktail. Warum schmeißt du einen Molotow-Cocktail? War mir gerade nach. Oh, da stehen auch welche. Und schnell weg. Ja, er war aber alleine, glaube ich. Oh, noch mehr Leute. Ich hasse Menschen. Wow! Wow! Fahr anständig. Eine Hellfire ist auf deine Birne gerichtet. Warum Nein. hast du so einen neuen Drecks-Kapuzenpullover an? Der ist cool, ne? Das war dieses Halloween-Spezial. Ach, deswegen auch die Fledermaus dahin. Ja, genau. Ich vermute mal, das wird wieder. Nee, ist doch kein Quad. Ja, ich musste nachladen. Das ist merkwürdig, dein Nachladen. Ja, so habe ich dem Streifenwagen wenigstens noch ein bisschen Schaden verpasst. Oh, ein Geländewagen. Demarkieren. Was war das? Oh, ich hab was. Da ist jemand mit dem Auto angehalten. Ich sehe ihn. Ja, dann komm. Ich bin dichter dran als du. Sag Bescheid. Los! Ja, egal, jetzt mal weg. Ah,
Alles gut bei dir? Jo, hat auf meinen Wagen geschossen, aber soweit alles tutti. Oh, da turnen auch welche rum. Alter, was ist denn hier los? Ja, ja. Das tangiert mich jetzt ganz peripher. Ey, mein Auto ist so langsam, ne? Ich komme doch gar nicht hinterher. Ja, deswegen mache ich den auch nicht so wirklich, weil der so einen ellenlangen Bremsweg hat. Ups. Ja, hier sind die Türen schon auf. Da kriegen wir nichts mehr. Ich versuche mein Glück mal bei der Kirche. Oh, und da hinten ist die Kiste runtergekommen. Okay, dann werden die sich da jetzt erstmal drum prügeln, hoffe ich. Ja, da kannst du von ausgehen. Ja, ist schon weg. Man hat mich unter Beschuss, glaube ich. Yep. Ach, da bist du. Ja, Achtung, ich bringe Freunde mit. Nehmen wir deinen Wagen oder meinen Wagen? Ja, meiner ist langsam. Aber ich würd ihn erstmal noch mixen wollen. Wie viel Benzin hast du? 56. Wieso hast du weniger als ich? Ja, keine Ahnung. Ich habe 65. Jetzt mal im anderen steige ich mal bei dir ein. So. Oh, da stehen welche, scheiße. Oh, nirgendwo kannst du mal anhalten. Immer ist da einer. Ja, vorhin sind noch 25 Spieler mit uns im Spiel, ne? Was? Kann doch gar nicht sein. Das ist doch nur noch so eine kleine Karte. Brems doch! Oh, nee, der qualmt. Alter, oh! Ich kann nicht. Uns greift auch wieder keiner an. Oder hast du die geworfen? Ach, da hinten. Im Wald. Okay. Kannst du wieder? Ich hab's einfach ausgesessen, ja. Ich bin daneben hergelaufen. Ich hab nicht einen Schaden davon bekommen. Aber Alter, guck dir mal an, wie verrußt das Auto jetzt ist. Tatsächlich, Alter.
Also das Ding hat er sehr unsinnig eingesetzt. Also. Tja, blöd gelaufen. Für ihn ja. Oh, ja, Leute, nervt. Och, Leute, ihr nervt. Alter, falscher Winkel, ich kann nicht schießen. Meinst du, das Auto da oben können wir nehmen? Nein, das dampft. Geh mir langsam richtig auf den Senkel. Ach, da oben stehen auch welche. Oh, wie die Lemminge kommen sie auf einmal da hoch, du. Oh, da steht auch einer. Kann man hier nicht so ein bisschen seine Ruhe haben? Alter. So, nur noch 17. Ja, und unser Auto ist gleich in Tod. Ah, schade. Ja. Naja, aber Gruppenrang 6. Naja. 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 Nein, Herr Alt-Ernie, ich wirke nicht entnervt. Ich bin genervt! Mann, hier kann man nicht mal in Ruhe seine Runde drehen und sich mal irgendwo platzieren. Überall stehen schon irgendwelche Honks und Lemminge, die gerade so berghochkraulen da so. Du siehst den ganzen Körper und du denkst echt so, das wäre so ein, nee, nicht, hier so ein Erdmännchen, so, wupp, was, wupp, links, rechts guckt und wieder nach unten geht. Ja, mi, ich darf das, ich warte auf der Akademie, Mimi. Ne? Oder wie war das nochmal? Welchen Rang hatten wir jetzt gerade? Ja. 6? Ich glaube schon, ja. Überlebe bis dein Team in den Duos unter den Top 10 platziert. Jetzt mal ehrlich, was mache ich denn falsch? Warum kriege ich das denn nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Tja, egal, nächster Versuch. Ich fühle mich verarscht. So, Duhu. Achso, spielen. Duhu, huhu. Spielen. Duhu. Huhu. Ah, tatsächlich, Platz 6, ja. Nein, Manny. Es mag uns, glaube ich, tatsächlich irgendwie nicht. Zumindest nicht, mich nicht. Bei Andresen hat die eine Mission funktioniert. Oh, das ist auch so richtig. Weißt du, wenn du die App runterlädst und die dann auf einmal eine Meldung von sich geben und dich nebenbei einfach nur noch mobben. Ich habe so eine Fitness-App, weißt du? Ach, und die, Scheiße, ja. Ja, die nennt sich 30 Tage fit und jetzt kommt die Meldung darunter. Du hast seit 46 Tagen nicht trainiert. Ich höre schon richtig so, du faule Sau. Trainier endlich! Seit 46 Tagen hast du es nicht mehr. Und das ist hier 30 Tage Fitness. Merkst du, ne? Ja, merkst du? Merkst du? Da stimmt was nicht. Fauler Sack. Richtig. Oh, wirst du von Apps gemobbt? Ja, soweit ist es in dieser Generation ja. Schon. Ja. Und du hast manchmal tatsächlich das Gefühl, ich meine, ich bin immer nur Beifahrer, ne? Aber dass sich dieses Gerät manchmal wirklich genervt anhört. So.
biegen Sie links ab. Links, links. Das links klingt dann schon so richtig. Nur mach doch endlich. Jetzt links abbiegen. Das ist der Grund, warum ich den Ton bei den Navigationsgeräten immer ausstelle. Erstmal, weil mir die Stimme auf den Sack gehen und zweitens sind es ja meistens Frauenstimmen und ich lasse mir von einer Frau nicht sagen, wo ich lang zu fahren habe. Ich weiß, das klang jetzt etwas heftig. So, ich bin nicht durchgeflogen, ich darf weiterspielen. Das ist sehr schön, das freut mich. Oh, hier ist schon wieder nichts Gescheites, ne? Jetzt bin ich schon wieder in so einem Abschnitt, wo nichts Gescheites ist. Ich höre ein Auto. Oh, ich sehe Leute! Ja, ganz viele bei dir. Soll ich dich mal abholen kommen? Ich bin begeistert. Folge einfach dem Horn von Gondor. Woher wusstest du, dass bei mir so viele Leute sind? Oder woher weißt du das? Ich hab's gerade gesehen. Ich komme dir entgegengelaufen in der Hoffnung... Ich versuche gerade entgegenzukommen, du hohle Hupe. Links, steig, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, ich bin hinter dir. Okay. So, erstmal hier weg, wa? Oh. Lass mich raten, du hast auch noch keine Waffe, kein gar nichts, genauso wie ich. Eine Waffe habe ich. Da. Das war das Einzige, was ich mir geholt habe. Noch auf die Schnelle. Sö. Aber dann bist du ja schon mal besser ausgerüstet als ich. Wie man es nimmt. Stehen Hütten. Ja, ich habe nur einen Rucksack und einen Rucksack. Ich habe einen Rucksack und einen Rucksack. Da hier schon alles offen. Aber Rucksack, ich bräuchte mal einen Rucksack. Hast du noch keinen? Nee. Da sehe ich einen. Jetzt habe ich einen Rucksack. Habe ich das jetzt mit aufgenommen? Ja. Ich sehe zwei Pakete. Zwei Pakete? Ja, eins fliegt rechts. Oh, da sehe ich zwei fast. Und da ist. Nee. Wir sollten mal. Raus hier. Oh, ist ja auch nur Scheiße, ey, du. Oh, warum sind die nur Kackwaffen? So, wo haben wir geparkt? Ich weiß nicht, wo du das Auto gelassen hast. Ach, war ich der Fahrer? Ja. Ich weiß es nicht. Ich muss den Briefträger noch erwischen. Hier ist ein Quad. Wo bist du denn? Ich sag ja, ich muss den Briefträger noch erwischen. Scheiße, wo sind die Dinger denn jetzt hingeflogen? Ach, da. Hier bei mir ist eine. Ah, ich sehe bei mir auch eine. In der Hoffnung, dass da jetzt nicht so viele hinfahren. Genau, die Hoffnung habe ich auch. Weil mit meiner M17. Nein, natürlich. Ja, scheiße, ich muss weg. Ja, sie schießen schon auf mich. Oh. Drecksbalk, Bastarde. Jungs, könnt ihr euch hier mal von der Kiste verkrümmeln? So, ich habe einen größeren Sack jetzt. Und, ja. Oh, da ist ja noch mehr. So, wo bist du? Hast du das Auto da? Nein, ich habe einen Quad. Ja, macht nichts. Ist ein fahrbarer Untersatz. Ja, wo bist du überhaupt?
Hier hinten. Ha, ha, ha. Wow. Ich hab überhaupt nicht meine Tage. So. Hier ist übrigens noch ein Quad. Ich glaube, das kannst du auch nicht gebrauchen, ne? Ich muss da erstmal hinkommen. Brauch Waffen. Wir waren doch hier. Ach! Ich hab unser Auto wieder gefunden. So, wo bist du jetzt mit dem Auto rum? Unterwegs? Ja, ich komme gerade zu dir. Guten Tag. So, und wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin, wo es Waffen gibt. aber warum? Ich renne mit einem M17 mit maximal 20 Schuss rum. Du. Kann man doch machen. Ja. Ich würde mich aber wohler fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, wo kommt die Post runter? Hier ist gleich, direkt vor unserer Nase. Zwei Stück sogar. Oh. Wer will wohin? Ja. Ich geh hier hin. Nimm du die andere. Das ist geil, einfach mal so zu laufen und nach oben zu gucken und du weißt gar nicht, was gleich vor dir ist. Ja. Ich bin jetzt einfach mal Arsch, ich nehme das Auto. Ja, und dann nimmst hier die andere Richtung da. Ich hoffe, ich überlebe das. Schon was. Jo. Ah, Kacke. Das war klar. Ich hätte einen fahrbaren Umsatz, einen fahrbaren Untersatz gebrauchen können. Ein fahrbaren Umsatz klingt aber auch sehr geil. Oh, ich guck mal, ob ich dich noch erwischen kann. Ah, ich glaube, die werden mich jetzt killen. Also ich lebe noch. Ich bin bei. Ja, deswegen sag ich das. 65. Nee, jetzt werde ich angeschossen und weg. Okay, ich schau dir jetzt mal zu. Ja. Ich schau dir mal über die Schulter. Mach das. Hier im Lager stand nur noch Quatsch rum, ne? Ja. Ah, ja. Herr Altherni, ich hoffe, du magst den Mix auch mal wieder mit dazu stoßen. Du hast zustoßen gesagt. Und dann gibt's das Video H1Z1, wie ich einparke. Ja. Das Gefühl, mein Vorschlag stößt nicht auf hundertprozentige Gegenliebe. Nein? Nein. Gibt's gerade Tee bei euch, oder? Nee, das nicht. Oder nicht schlecht. Stumpf an dir vorbeigefahren. Hat er mich nicht gesehen, Gott sei Dank, ja. Nein! Nein! Wie, festgekeilt? Festgekeilt. Echt jetzt? Und wenn du Turbo machst?
Ja. Das Zecker. Satz mit X, das war aber nix. Oh, verdammter. Du bist, Alterne, ich versuche meine Menstruationsstörung noch ganz lange rauszuzögern, nur damit du was davon hast. So. Watschel, 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 watschel. La 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 la. Kann es sein, dass du vielleicht ein Auto brauchst? Oder ein Quad? Ja. Irgendwas in der Richt in die Richtung wäre schon sinnvoll. Ich glaube, ich laufe gleich einfach nur noch, weil auf der Karte sehe ich jetzt auch so kein weiteres Auto. Vielleicht nimmt er dich ja mit, der gerade an dir vorbei fährt. Wohl doch nicht. Walking Simulator 2018. Dies ist die Pro-Version. Sie bewegen nicht nur ihre Beine, sondern auch jeden einzelnen Zeh. Gleich geschafft. Mit eingebaut haben wir den geruchsintensiven Verstärker für die Füße. So, dann wollen wir mal weiterlaufen. Verdammt. Da quälst du dich voll ab, um da hinzukommen. Puff. Oh Mann. Ey. Sehr schön, Ja, sehr sehr schön. schön. Ja, das hast du hervorragend gemacht. Ich bin schier begeistert. Hätte ich auch einfach im Nebel verrecken können, weißt du das? Aber ich finde es toll. Das hast du fein gemacht. Ja, So. ne? Wir haben es auch schon bald 1,5 Stunden rum. Ich glaube, das könnte jetzt die letzte Runde sein. Schauen wir nochmal. Spielen. Wir müssen noch Du. zwei Duo-Matches abschließen. Sagst du. Ja, dann habe ich einen Erfolg. Ja, das ist. Hallo, ich krieg meine Erfolge hier auch nicht. Komm unter die Top Oh. 10 mit deinem Team. Buff. Oh. Bei mir ist der Kontrast sehr dunkel gerade geworden. Ja, bei mir auch, ja. Ah, okay. Nirgendwo hin. Ah. Yippie. Oh. Ich wollte gerade hier, ich mache gerade hier Käfigsprung, aber irgendwie klappt das nicht so. Ich sehe jetzt endlich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs. Und jetzt hast du Und verkackt. gefallen. Na, und mit dem Käfig. Ich bin sogar schnurstracks in den Käfig gelaufen. Läuft. So, Match beginnt in 30 Sekunden.
10. Oh, ich komme nicht hoch. Das ist ja... Das also, kennst du das Problem bei dir, ne? Nee, das ist, das hatte ich heute das erste Mal. Okay. Dann hätten wir das ja geklärt. Du stimulierst mich auch nicht so richtig, das ist... Die Maske habe ich da übrigens auf, die jetzt gerade auf dem Bildschirm ist. Nur in Rot. Hast du die gesehen? Ich weiß jetzt nicht, was du gesehen hast. Das Bild, was ich hatte, war erstmal ohne Maske. Ach so. Ich hasse Leben. Muss ich mal gucken, nicht, dass hier noch 10.000 andere Leute lang fliegen. Oh, oh. Ja, da, da, da. Wenn ich, also hier bin ich, glaube ich, habe ich meine Ruhe. Aber ist hier überhaupt was? Das ist auch toll. Ich fliege schon wieder außerhalb der Zone, ne? Schon wieder? Ja, ja. So. Und irgendwie hier sollte hier... Hier ist links außer eine Rauchgranate. Und eine Schutzweste. Oh, ein Helm. Ich sehe nix. Ah, doch, jetzt. Jetzt kommen wir nochmal hier zu. Na. Helm. Sack. Und ein bisschen Verband. Wenigstens etwas. Ich werde schon beschossen. So, Moment. Flup. Du wirst schon beschossen? Jo. Kuckuck. Bist du das mit dem Quad? Ja, alles gut. Kannst entspannen, kannst wieder durch die Hose atmen. Sehr schön. So, jetzt soll ich auch mein Quad mitnehmen. Gas kommt ja auch gleich schon. Ach, da habe ich geparkt. Hm. Ach, verdammt, sag doch, dass das Gas kommt. Ach so, Gas kommt. Achso, nur zur Info, dass Gas kommt, ne? Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Ah, schon wieder nichts hier. Ja, die auch. Erstmal Prost. Viel Spaß mit deinem Whisky. Ich kann nichts zum Saufen hier, nur ein Softgetränk. Den LKW habe ich nicht gesehen. Lastkraftfahrt, obwohl, ein LKW kann man ja gar nicht fahren. Aber es wäre cool. Ja, das wäre es in der Tat, ja. Ja, das bin ich. Ah, okay. Na, hast du mich auch gespürt? Ja. Richtig schön unsanft heute gewesen. Sonst bist du immer zärtlicher zu mir. Ja, heute habe ich meinen harten Tag. Das ist... Ja. Oh Gott, ey. Das ist... drin hier, du. Nix.
Gescheites. Oh. Ich sehe gerade, wir sind ja weit ab vom Schuss. Oh. Und irgendwo ist eine grüne Kiste. Zumindest wird mir die auf dem Radar angezeigt. Und hier soll irgendwo auch ein fahrbarer Untersatz sein. Ach, noch ein Quad. Grüne Kiste wird dir angezeigt. Wurde, natürlich. Hier sind welche mit einem Quad. Und halt natürlich da, wo ich bin. So, das Hast du heißt, ich bin. Schwierigkeiten? Ja, ich bin gleich tot. Oder? Nee, sie scheinen wohl weggefahren zu sein. Kommst du? Mir wurde gerade gesagt, wir sind Bärwärs. Wir sind kleine, schlimme Bübchen. Standard. So, wo muss ich eigentlich hin? Zu mir. Du bist voll Ja, im Nebel ich. wahrscheinlich schon drin, ne? Ja, noch nicht ganz. Aber ich muss Hackengas geben. Wir haben hier eine hervorragende, oh, professionelle Aussprache, bin ich der Meinung. Ja, denke ich auch. Die Goethe gleich ist. Eigentlich müssten wir für Naja, den nicht ganz, Grimme aber. nominiert werden. So. Jetzt Genau, haben wir's. Grimme-Preis, ja. Also ich bin raus aus dem Nebel. Ich schau mal, wo ich hinkommen kann. Kommt ein Quad geflogen. Oh, na, okay. Oh, ich sehe dich auch tatsächlich wieder auf der Karte. Nein. Doch. Oh, ich höre Schüsse. Wirst du gerade beschossen? Gut, dann kann ich ja beruhigt zu dir hinfahren. Boah. Ah, gescheite Waffen. Oh. Herr Alt-Erni, sind Sie nicht damit zufrieden, wie unsere Aussprache hier ist? Wie gesagt, höchstem Niveau? Fällt an, ich brauche eine Weste. Ich habe noch gar keine Weste. Was? Ja, und Schuhe hatte ich auch noch nicht. Und ich sehe aber zumindest eine Weste. Fupp. Jetzt werde Bist ich du die gerade mit dem Scheiße Auto nicht hinziehen. unterwegs? Negativ. Oh, toll. Ich habe das Klo wieder gefunden. Ich finde im Spiel immer die Toilette. Wir sollten weiter. Ja. Du bist unterwegs, ja. Ja, alles gut, alles gut. Du mit deiner Schiffshupe. Ist ein Nebelhorn. Und was haben wir hier? Nebel. So. Oh, ich hätte gerade einen Baum.
Doch, halt, Ernie, du bist hier beim literarischen Duett, aber du bist unbewaffnet. So. Jetzt hast du es ihm gegeben. Ja, ne? Volle Breitseite. Also ich fahre dann mal ein bisschen, weil der Nebel ist gleich schon wieder da. Der ist, also irgendwie habe ich das Gefühl, der ist schneller da als sonst. Ja. Oh. Also ich kann heute nicht fahren. Also das sollte ich komplett sein lassen. Och, scheiße. Was machst du denn da? Du, keine Ahnung. Ich sag ja. Ich, schon wieder. Fahr nicht zur Kiste hin, weil, Peng Peng und so. Willst du bei mir einsteigen? Ich weiß auch nicht, das ist. Irgendwie muss ich ja doch dahin, ne? Ne, eigentlich müssen wir dahin. Oh, da kommen sie schon alle angelaufen. Da sind sie wieder, die ganzen kleinen Erdmännchen, die von oben nach unten kommen. Alter! Bin gleich tot hier. Fährst in die verkehrte Richtung. Das ist egal, ich bin eh tot. Wie hast du das denn gemacht? Ja, die haben mich schon gut abgeschossen. Moin, MC Rainer. Bei der Kiste wird auch schon wieder geschossen. Ja, Ernie, du hast noch vergessen, den Spiegel gab's auch noch. Ja. Du bist doof, nein, du bist doof. Spiegel! Doppelspiegel! Ja. So, ich hoffe, du überlebst länger als ich jetzt eben gerade. Die hatten auch Ich gleich. hoffe auch. Die haben sich dann auch noch komplett an mir festgebissen. Also die. Die wollten auch nichts anderes noch nachgucken. Also die wollten nur mich. Kann ich verstehen. Wie viel Benzin hast du noch? Ich weiß nicht, ich höre Auto. Ich sehe Auto. Ich habe nur 58 Benzin. Warum hast du den Motor an? Ich habe ihn ausgemacht gerade. Ah, und da hinten läuft einer? Wo läuft einer? Der ist ja gerade über die Straße quer gelaufen. Und da irgendwo lang. Die Autos fahren wieder Kreise, ne? Du hörst es richtig. Ja, ich höre es ja. Ja, gut, das sind Fensterscheiben, also hilft das Bücken auch nicht viel. Oh! Ja, der Streifenwagen macht in der Tat Kreise. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der dreht ja seine Runden. Eieiei. Und da kommt. Oh, Achtung! Ist aber auch ganz gechillt, wie er so an dir ranfährt. So, ja, erstmal gut Ja. positionieren.
Oh, da drüben ist ein Polizeiauto. Oh, oh. Pass auf, da sind gleich 5 Leute drin. Ich würde mich so kaputt lachen. Geh aufs Klo, versteck dich da. Oh, guck mal, da ist die berühmte. Da ist das berühmte Sofa. Ich höre Schritte. Also ich würde jetzt kein Schwarzlicht anmachen. Nein. Nein. Dann ist das Sofa, glaube ich, weiß. So, noch 18 Teams. Ach nee, gar nicht. 10 Teams, 17 Spieler. So, jetzt habe ich's. Oh. Du kriegst Besuch? Du bist da. Hm. Verdammt. Aber du hast die Granaten noch gezündet. Ja, wenigstens etwas, ja. Ich bin stolz. Auf deine Leistung. Und Gruppenrang 10. Hey, immerhin. Bringt mir auch nix. Der wird da sowieso wieder nicht werten. So. Das ist ja, ja fast Punktlandung. Fast. Ja, so. Wie wir sehen, ja, ist Experten-Duos überlebe bis dein Team in den Duos unter den Top 10 platziert. Ey, wir haben es zwei, dreimal heute hinbekommen, ne? Ja, genau. Aber ja. Trotzdem nicht gezählt. Ja, ich krieg die Belohnung nicht. Ich krieg diese Belohnung nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Er mag mich nicht. Keine Ahnung. Ich muss nur einen Gegner mit einer AK töten und einen Duo-Match muss ich nur abschließen. Dann habe ich beide Erfolge. Ich muss noch töte einen Gegner mit einer AR-15, einem Solo-Duo oder 5er und Helmschuss-Elite. Zerstöre 10 Helme, die dann so Solo-Duo oder 5er von anderen Spielern getragen werden. Diese Mission, glaube ich, habe ich fast schon von Anfang an, seitdem ich H1Z1 spiele. Und diese 7 von 10 kriege ich irgendwie aktuell nicht weiter hochgepimpt. Also, da steckt gerade der Wurm drin. Nee. Ja. Somit aber wenn du auch immer so früh stirbst, ne, dann... Ja, so durch die Karte fliegen. Bupp. Aber zumindest weiß ich, ne, wenn du durch die Karte fliegst, warum auch immer, wegen diesem Bug, dann tötet dich die Umgebung. Jetzt weiß ich jetzt endlich, wieso diese Meldung immer kommt, wenn da jemand gestorben ist mit die Umgebung hat ihn getötet. Ja, und vor allem, weil die Meldung ja immer ziemlich am Anfang kommt, ne? Ja. Geil wäre es noch, wenn das ein Erfolg wäre. Genau. Die nächste Mission. Werde von der Umgebung getötet. 3-mal. Gib 5 Battle Pass Punkte. Ja. Super. Ja, somit sage ich vielen Dank. Hast du jetzt eigentlich? Was? Achso, Rang. Season Level 11, Battle Pass Rang 6. Ja, okay. Das ist 28 und 16. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass du keine Hobbys hast. Das ist... Ich bin ja nichts anderes von dir gewohnt. So, dann wünsche ich einen schönen Sonntagabend noch. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Alt Ernie Let's Play an MC Rainer und die anderen, die da mit bei waren. Auch danke an Dan. Habt alle einen guten Start in die Woche. Denkt dran, bald steht auch Weihnachten vor der Tür. Das heißt also, vergisst nicht die Weihnachtseinkäufe. Ich habe immer noch keine, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Alles erledigt. Ach, du bist in allen so ein Streber, ehrlich. Du bist so eklig. Dir danke, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, würde ich sagen, ne?
Ne? Ja, du auch. Dein 6 Stunden. Adios.